Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einfach mal ein paar Produkte zeigen, die aktuell, also quasi diesen Monat, bei Purish um 15% rabattiert werden mit meinem Code CLAUDISWELT15. Also wenn du Bock drauf hast, ein bisschen Farbe in mein Gesicht zu bringen und gleichzeitig vielleicht noch die ein oder andere neue Marke für dich zu entdecken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also der Rabattcode CLAUDISWELT15 gibt euch 15% Rabatt auf diese Marken. Die blende ich euch mal ein. Ich kann natürlich jetzt nicht von jeder Marke hier ein Produkt verwenden, aber ich habe halt versucht, es beim Fullface jetzt einfach mal zu machen. Und überwiegend ist hier tatsächlich Nabla auf dem Tisch, aber das liegt halt an meiner Passion für Nabla. CLAUDISWELT15 ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene eine kleine Provision dran, finde ich der Transparenz wegen ein bisschen wichtig. Ne? Ich starte einfach mal mit einem Primer von Nabla, das ist der Angel Aura Primer, den kennen wir jetzt ja auch schon ein bisschen. Ne? Und der ist halt so richtig schön schimmernd, gibt Glow ins Gesicht und funktioniert wirklich sehr, sehr gut mit eigentlich allen Foundations, die ich bislang damit versucht habe, auch zu kombinieren. Nabla wirbt für den Primer auch damit, dass der super viele hautpflegende Eigenschaften hat, wenn du den halt wirklich jeden Tag verwenden würdest. Ne? Ich kann jetzt nur die Momentaufnahme sagen und halt das beurteilen, was in meinem Gesicht ist. Und das gefällt mir, das gibt mir Glow. Es ist halt jetzt nicht glitzernd oder so. Ich mag das einfach gerne leiden, was er mit meiner Haut macht. Er macht es so fresh und das mag ich. Ich glaube, die Marke Purito ist relativ neu bei Purish. Das Produkt habe ich mir mal selber gekauft. Das ist eine BB-Cream Ziza Clearing in der Farbe 21 Light Beige. Das ist diese hier. Und meine ist auch noch original verschlossen. Das heißt, ich habe sie noch gar nicht ausgetestet. Und das können wir jetzt gerne mal zusammen im Video machen. Ich mache das ganz gerne bei BB-Cream Foundations und so weiter, dass ich mir immer hier so zwei Streifen aufgebe. Keine Ahnung warum. Und dann verteile ich mir das ganz gerne. Oh. Ich glaube, da geht gerade echt was Gutes auf meiner Haut ab, oder? Was meint ihr? Ich hatte nämlich erst so ein bisschen Bedenken, gerade wegen diesem Grauschleier. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also hier habe ich die jetzt verteilt, ganz offensichtlich, denn hier habe ich ja noch eine Wurst rumhängen. Und Also, was soll ich sagen? Mir gefällt's. Ich finde es nicht zu graustichig. Ich finde, der Ton passt. Ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schönio Capönio, da habe ich wieder von Nabla den Regeneration Concealer in der Farbe 2, 1, weiß ich nicht, Light Ivory auf jeden Fall. Den habe ich schon mal in Porcelain leer gemacht und jetzt habe ich den halt in der zweithellsten Farbe müsste das eigentlich sein und da passt er einfach ein bisschen besser bei mir. Wie geht's euch eigentlich, Leute? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Es ist einfach eine verrückte Zeit, das habe ich jetzt selber oft erlebt, die Leute werden einfach traurig dadurch, dass die Situation sich nicht verbessert, dadurch, dass die Weltsituation echt angestrengt ist, ne? Und Mensch, falls es dir gerade in diesem Moment nicht gut gehen sollte, hört sich bekloppt an, aber nach Regen kommt Sonnenschein und ich weiß ganz genau, wovon ich rede, denn ich weiß noch, als ich vor 4 Jahren hier mit YouTube angefangen habe, da ging es mir sehr, sehr schlecht und also sowohl finanziell als auch ja, ein Stück weit gesundheitlich. Ne? Ich habe mir gestern auch so ein paar alte Videos von mir nochmal angeschaut und gesehen, wie abgemagert ich damals tatsächlich auch war, als ich angefangen habe mit YouTube. Und also, ja, fühl dich von Ferne gedrückt, falls es dir nicht gut gehen sollte, aber auch falls es dir gut gehen sollte. Und lass dich auf jeden Fall nicht unterkriegen. Und ja, bleib dir selber treu. Ich glaube, das ist etwas, was man viel zu selten den Menschen sagt. Ne? Bleib dir selber treu, versuch dir gute Dinge zu tun und ja, fühl dich gestärkt von Fiano. Da habe ich jetzt von Elia ein Produkt. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, euch schon gezeigt, als ich von Purish die Produkte zugeschickt bekommen habe. Das ist dieses Puder. Magic Sense ist die Farbe, glaube ich. Radiant Translucent Powder mit Lichtschutzfaktor 20. Lichtschutzfaktor 20 erreichen wir hiermit natürlich nicht. Also, wie dick willst du dir das aufgeben? Ja. Ist ein loses Puder, habe ich, glaube ich, auch gesagt. Ne? Also, ich nehme jetzt mein angefeuchtetes Schwämmchen, mit dem ich ja schon meinen Concealer gesettet habe. Und gehe damit einfach hier so einmal unter den Augen entlang und auch auf das Augenlid, um da die Basis so ein bisschen, ja, gesetteter zu haben. Und das ist ein schönes Puder, was das Ganze schön flawless macht, ne? Ja, ich weiß, es ist relativ öde, wenn ich hier so viel
von einer Marke nehme, ne? Aber gut, Nabla, da habe ich dieses Close-Up Powder, das ist das gepresste, in der Farbe Light. Und das ist ein schönes Puder, ja, kann ich sehr empfehlen. Dann nehme ich mir jetzt auch hier den Nabla Puderpinsel einfach her und sette einfach mal mein komplettes Gesicht. Sodele. Ja, jetzt habe ich das einfach gut verteilt, ne? Und jetzt kommen wir zu einer Marke, die sehr, sehr neu bei Purish eingezogen ist. Da weiß ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Palette nicht gerade ein bisschen dunkel für mich ist. Lethal Cosmetics ist jetzt bei Purish. Und die Palette habe ich schon ein bisschen länger. Die habe ich noch gar nicht so häufig verwendet, weil irgendwie zu dunkel. In der Farbe, warte mal, Vernal. Genau, das ist die hier. Die, ja, habe ich mir mal bei Lethal gekauft. Und jetzt, wie gesagt, gibt es die auch bei Purish. Und da könnt ihr mit Claudies Welt 15 auch 15% drauf sparen. Finde ich total geil. Also Purish hat mal wieder neue Marken rausgehauen. Also reingehauen in den Shop. Und ihr seht es jetzt auch. Hehe. Wir müssen mal gucken, ne, ob das mit dem Bronzer und uns funktioniert. Ich glaube, vorsichtshalber trage ich mir jetzt erst einen anderen Bronzer auf, denn das passt jetzt auch tatsächlich. Das ist mein Physicians Formula Butter Bronzer. Den habe ich schon seit Jahren, seit einer ziemlich langen Zeit. Auch Physicians Formula gibt es nämlich bei Purish und auch die Marke ist aktuell halt reduziert. Deswegen mache ich da mir jetzt einfach mal so eine Bronzer Base mit. Also, dass ich quasi mit den hier erstmal ganz zart auftrage, auch wieder hier mit diesem Puderpinsel. Und dann gibt es jetzt von Lethal Cosmetics diesen Ton. Hat der überhaupt einen Namen? Bestimmt hat der einen Namen. Quick Sand. Oh mein Gott, ja. Sand, weißt du Bescheid. Na, ich bin jetzt... Ich habe nur leicht berührt. Und der Pinsel ist schon direkt eskalativ unterwegs. Also, da gibt es Tricks. Abklopfen, auf der Hand einarbeiten und dann mit leichter Hand auf das Gesicht tragen. Auftragen. Das macht man eigentlich mit Cremeprodukten so, ne? Aber das kannst du halt auch mit Puderprodukten machen, die sehr stark pigmentiert sind. Man hätte natürlich auch einfach... Ja, meine Nase juckt. Man hätte natürlich auch meinen Nacken juckt. Stelle merken, waschen. So, diesen Pinsel nehmen können von Nabla, das ist der Cheek Shaper. Der ist nämlich ein bisschen weicher gebunden, nicht Vogel. Hab den gerade erst gerade gesehen. Okay, den nehme ich jetzt aber für den Blush und das ist die Farbe Calyx. Ne? Also Antje von Antjes Werelt würde wahrscheinlich applaudieren bei diesem Ton. Das ist so ein koralliger Ton, sehr, sehr schöner Ton. Ich glaube, der darf jetzt auch knallig sein. Deswegen wird der nicht in die Hand eingearbeitet, sondern nur abgeklopft und dann zart aufgetragen. Aber das reicht schon eigentlich, weil voll krass geil, intensiv, leuchtend, im Dunkeln gefühlt. Vor allem kommt jetzt auch wieder schön der Glow durch die Base. Also das, wow. Ich bin pinselwaschfaul, deswegen nehme ich jetzt auch wieder diesen Pinsel und mache einfach den Pinsel, wo ich Rouge mit aufgetragen habe, ein bisschen sauber am Handtuch, weil der hat ja eine Spitze hier vorne. Und damit kann ich ja hier den Highlighter auftragen. Der hat den, ja, Chromosphere-Namen. Das heißt, der wird intensiv sein, beziehungsweise leuchtend. Und das seht ihr jetzt auch. Der ist schon schön, ne? Lethal hat auch wirklich tolle Base-Produkte, ne? Die haben richtig schöne Lidschattenpaletten, da kommen wir nachher zu. Aber die haben auch richtig tolle Base-Produkte und die bekommt ihr jetzt einfach bei Purish. Ist das nicht ein Traum? Ich finde es richtig cool. Als nächstes kommen wir zu den Augenbrauen. Da sind wir auch wieder bei unserem Freund Nabla. Verwende ich zuallererst den Brow Divine in der Farbe Venus. Das ist quasi einfach nur ein Augenbrauenstift. Aber in der total schön Farbe, weil das zu meinen, ja, blonden Haaren halt sehr gut passt, ne? Hat ein Spoolie, eine schöne feine Mine. Aber hier brauche ich wirklich nur die Fülle dieses Mal, denn ich habe gleich noch ein weiteres Produkt von Nabla, was ich noch nehmen möchte, um noch ein bisschen mehr Wildheit reinzubringen. Denn so hätte ich die Augenbrauen jetzt einfach mal ein bisschen aufgefüllt. Aber wenn ich noch ein bisschen mehr haben möchte, nehme ich mir gerne mittlerweile diesen Brow Ambition. Das fällt nicht so super viel auf, wenn man das nicht weiß. Aber ich sehe es bei mir halt und finde das total cool und trage das deswegen in letzter Zeit auch echt häufig. Man muss es einfach mit einer leichten Hand machen und nicht dabei so viel reden, wie ich jetzt gerade rede. Und dann kann man sich ganz easy Härchen reinzeichnen. Man muss dazu nicht die Augenbrauen vorher mit so einem Augenbrauenstift auffüllen. Bei mir ist es halt echt so, dass ich super helle und super lichte Augenbrauen habe. Und deswegen mag ich das einfach gerne. Und ich finde, so sieht es einfach ein Stück weit natürlicher aus. Hier habe ich das jetzt aufgetragen, hier nicht. Ich sehe es für mich halt mega vom Unterschied her. Jetzt,
kommen wir zu einem etwas bunteren Part des Ganzen. Und zwar habe ich hier jetzt gleich eine Lidschattenpalette. Und zwar ist das die Lethal Cosmetics. Tja, ist das die After Dark? Weiß ich nicht. Habe ich nämlich den Schuber entfernt. Habe ich gut gemacht. Nee, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Warte. Doch, die After Dark ist das. Und die habe ich mir damals schon gekauft. Da habe ich euch die auch gezeigt. Und die ist wirklich, wirklich, wirklich genial. Die ist sehr bunt, ne? Und dann gibt es ja jetzt auch von Nabla diese neuen Cupid's Arrow Farben. Und da habe ich mir überlegt, welche Farben könnten gut dazu passen? Und dann habe ich mir die drei rausgesucht. Weil das Lila finde ich hier quasi wieder, ne? Dieses Violette. Dann habe ich hier dieses Mintgrün. Könnte mit dem hier ganz gut passen. Ich weiß nämlich noch nicht genau, welchen Look ich schminken möchte. Und dieses Dragon Fruit könnte sehr gut hiermit harmonieren. Ich weiß nämlich noch nicht. Wir schauen gleich mal, welchen Look ich damit schminken möchte. Aber die drei Cupid's Arrow Stifte könnte ich dann nämlich noch zur Hilfe mit dazu nehmen. Und dann hole ich euch jetzt ein Stückchen näher ran und dann fangen wir mal an. Auch hier nehme ich dieses Pinselset von Nabla. Das dürfte das Ruby Pinselset sein. Und starte mit diesem weißen Ton hier oben. Ein helles, mattes Weiß. Eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, dass ich jetzt vorab mein Lid sette, wenn ich doch gleich mit den Cupid's Arrow Stiften arbeite. Egal. So, ich starte jetzt einfach mal mit dem Arrow Pop in der Farbe Lavender. Und den setze ich mir oben auf mein Lid. Und zwar bis zur Hälfte ungefähr. Dann nehme ich mir den Arrow Pop in der Farbe Dragon Fruit. Und setze mir den hier daneben. Mit so einem Point Brush aus dem Nabla Pinselset fange ich dann innen erstmal an, das Ganze so auszublenden, nach oben hin vor allem, und gehe dann nach außen, sodass es auch ein schöner Farbübergang wird. Wer mag, kann das natürlich so lassen, aber ich werde jetzt noch etwas on top Lidschatten geben. Also so mag ich das eigentlich auch ganz gerne, so easy peasy mal leiden, aber wir möchten jetzt ja auch gerne Farbe ins Spiel bringen. Dafür gebe ich mir jetzt für innen dieses Lila auf. Das ist, ja, oder blasses Lila ist es ja viel mehr. Dafür nehme ich einen Smudger-Pinsel, weil man damit einfach etwas gezielter arbeiten kann. So ein bisschen abklopfen, ne? Und dann tupfe ich mir den einfach hier so hin. Da, wo der Cupid's Arrow drauf ist, ne, wird der Lidschatten einfach besser gehalten. Der blendet sich dann nicht so weg. Und daneben, nach außen hin, setze ich mir dann dieses pinke Tönchen. Das ist dieser matte Ton hier unten. Ja, also den Cupid's Arrow hier vorne hätte ich mir wirklich sparen können. Hier außen macht es Sinn, ne? Weil damit habe ich ja auch eine gewisse Abgrenzung. Aber innen macht das gar keinen Sinn. Man muss es aber auch mal ausprobieren und so habt ihr es einfach von mir gehört mal, ne? Aber wer mich schon länger schaut, weiß ganz genau, meine Devise ist, Schimmer rettet eh alles. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal diesen lila Schimmerton und dann nehme ich auch den Smudger von eben. Sehr weich gepresst, das muss man auch wissen. Und den platziere ich mir hier auf meinem beweglichen Lid ungefähr, ja, mittig. Geht übrigens deutlich besser mit dem Finger, aber dann muss man etwas anders seinen Kopf halten, weil sonst kriegt man ganz viel Fallout. So ein abgespaceder Ton, ich finde den voll schön. An meinen unteren Wimpernkranz nehme ich mir den Cupid's Arrow in der Farbe Pop Mint, müsste das sein. Den setze ich mir aber tatsächlich auf meine Wasserlinie. Das sieht fancy aus, Leute. Ist auch ein ganz komisches Gefühl mal wieder. Und an den unteren Wimpernkranz gebe ich mir dann diesen Mintton. Abgespaced, ich sag's euch, Leute. Aber so hatte ich mir das eigentlich echt vorgestellt, tatsächlich. Und für den Innenwinkel möchte ich jetzt gerne dieses Silber nehmen. Das ist doch auch irgendwie mal ganz cool. Ich habe direkt einen Ohrwurm von Starlight Express im Ohr. Wie kann das bloß sein? Holla, die Waldfee, aber ich mag sowas ja gerne, das wisst ihr, ne? Oh, schön, ja, das wäre dann tatsächlich der Look mit der Palette und den Cupid's Arrow Stiften. Mein Tipp ist halt wirklich, jetzt brauchst du eigentlich innen nicht unbedingt haben, aber außen macht es auf jeden Fall Sinn. Und unten auf der Wasserlinie, wenn man da dann noch einen Ton hat, der ambivalent dazu ist, ne, wenn man das so ausblenden möchte. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Und natürlich darf ich jetzt die Nabla Visions Mascara verwenden. Das ist ja in dieser speziellen Edition. Das ist in Gold. Voll schön. Ja, und eigentlich meine absolute Lieblingsmascara.
jetzt bei den kurzen Wimpern macht sie nicht das, was sie mal gemacht hat, aber wir kriegen das schon hin. Das Bürstchen kennen wir mittlerweile ganz gut. Das ist ein recht hartes Gummibürstchen. Ne? Schaut so aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich weiß, es sieht schon gut aus, aber ich weiß, was sie ja normalerweise kann, wenn meine Wimpern noch schöner sind. Ja, 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 holen, Claudi, Claudi, ist alles gut. Ne? Und so schaut das Ergebnis dann aus. Ich finde, die holt immer richtig gut was aus den Wimpern raus. Ein bisschen gepatzt habe ich, aber das kann ich gleich wegmachen, wenn es getrocknet ist. Ansonsten ist das der Augenlook und ich finde, der strahlt richtig schön. Aber jetzt kommen wir natürlich noch zu den Lippen. Und da könnte ich jetzt natürlich einen schönen klaren Gloss oder so nehmen. Mache ich nicht. Ich nehme Nude-Ton, ja, es wird auch recht harmonisch noch bleiben. Aber ja, ich fange erstmal an mit einem Lip Liner von Nabla in der Farbe Nude Nummer 1. Das sind wundervolle, langanhaltende, cremige Lip Liner. Das Einzige, was ich hier dran nervig finde, ist, dass hier oben die Kappe bzw. das, was man anspritzt, ne, aus Plastik ist. Das ist ein wunderschöner Braunton oder Hellbraunton, den man theoretisch auch über die ganze Lippe drauf machen könnte und dann halt einen klaren Gloss mal wieder drüber. Claudia mal mit ihrem klaren Gloss. Oder man nimmt sich von Lethal Cosmetics diesen Lippenstift in der Farbe Sand Nudes. Auch den gibt es jetzt gerade bei Purist zu kaufen und auch da haben wir die 15% Rabatt drauf, was cool ist. Der ist ein bisschen heller und der hat was leicht Orangestichiges, oder? Kann das sein? Also heller als der Lip Liner, ne? So ein bisschen 90er-Vibes jetzt hier. Oder 2000er? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt der fertige Look. Und mir persönlich gefällt er. Der hat irgendwie so was Aufregendes. Dieses Bunte gefällt mir. Das passt natürlich auch echt schön zum Kleid. Gleichzeitig finde ich den Look jetzt aber nicht zu knallig oder so. Auch wenn ich den Blush halt sehr intensiv gewählt habe. Aber es ist alles sehr ausgewogen. Das mag ich gerne leiden. Und da kannst du mir jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Produkt aus dem Full Face dich am allermeisten interessiert hat. Ich persönlich war, glaube ich, am gespanntesten auf die BB-Cream von Purito, muss ich sagen. Tatsächlich, die anderen Produkte kannte ich ja soweit. Also ich habe ja im Prinzip alle schon da gehabt hier, ne? Aber ja gut, das war auch das Produkt, was noch original verschlossen war. Super Aussage, Claudinchen. Aber gut, ne? Schreib mir gerne, was du am interessantesten fandest, unten in die Kommentare. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!